fünfte Motonützel Company Cup. Es ist der größte bisher dagewesen. 64 Mannschaften, 528 Spielerinnen und Spieler, 159 Spiele, 7 Hallen, 3 Gruppen. Eine organisatorische Meisterleistung und eine extrem große sportliche Herausforderung. Dementsprechend ambitioniert sind auch die Vorbereitungen einzelner Teams. Wie war sie denn, die Vorbereitung auf diesen großen Tag heute? Perfekt. Training sah etwas schlecht aus, aber es wird reichen, hoffe ich. Für was jetzt genau? Um mitzumachen oder auch um ein bisschen was zu reißen? Um was zu reißen natürlich. So den dritten Platz in der Vierergruppe, das wäre doch schon. Da spuckt aber jemand ganz schön große Töne. Genau. Wie haben sich deine Jungs denn vorbereitet? Anstatt 7 Weizen gestern nur 5 gekippt oder wie war's? 9. Also richtig dann. Ja, klar, total professionell. Und dementsprechend Turniersieg heute das Ziel. Kannst davon ausgehen. Großartig. Eine Woche Bier, Getränke beim Käsemann und alles läuft von selbst. Dementsprechend seid ihr gut vorbereitet. Wir sind bestens vorbereitet und freuen uns auf ein tolles Spiel heute. Mit welchem Ziel? Natürlich der Turniersieg. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Natürlich. Alles andere wäre absolute Enttäuschung und wir freuen uns auf den Sieg. Wo ist der Fehler, wenn ich mir Sie jetzt so anschaue? Ich habe ein Fußballtrikot an. Sie wissen aber schon, das ist kein Unterschied. Das ist kein Sport Unterschied. Sport. Ja. Aber Sie dürfen heute mitspielen. Weiß Ihre Mannschaft, wie Sie da so die Sportarten vermischen? Ja, aber ich vertrete heute die Firma Areva. Und leider haben wir... Ach so, dann bitte einmal ganz groß vorne drauf. So, und ihr könnt auch Basketball spielen? Ja, logisch. Also Multitasking-Sport ist sozusagen. Multitasking-fähig und wir werden heute in der Pro, nee, nicht in der Pro, in der Advanced antreten und schauen wir mal, was drauf. Wenigstens weiß man schon so grob, wo man mitspielt, gell? Klar. Wir werden es schon wieder sehen. Damit rein ins Spielgeschehen und immer hart bei der Sache. Der Hauptsponsor der Brose Baskets und immer erfolgreich. Oder meistens. Naja gut, ab und zu wenigstens. Heute waren sie es in jedem Fall, zumindest im ersten Spiel. Da haben sie den armen Jungs von Reifen Wilhelm nämlich nicht den Hauch einer Chance gelassen. Ja, war ein guter Start ins Turnier. Auf alle Fälle. Brose Baskets Reloaded, unser Teamname. Ich glaube, gerade nachdem er die eigentliche erste Mannschaft geschwächelt hat, haben wir heute gezeigt, wie es geht. Wobei, wenn ich mir euch so anschaue, lauter alte Männer, das macht dann die Erfahrung, macht's bei euch aus, oder? War das so? Habe ich jetzt nicht gesehen. War ein anderes Spiel vielleicht gewesen, oder? Nicht alte Männer oder keine Erfahrung bei euch? Ja, ich denke, beides. Beides. Alle Männer, die früh mit Schmerzen aufstehen. Tja, Matthias, und was soll ich sagen, wenn du morgen Schmerzen hast, dann solltest du dich an die folgenden Kollegen wenden, die Freak City Dogs. Allesamt honorige Herren mit einem kleinen, aber doch bedeutenden Doktortitel. Und vor allem da hat sich mal wieder gezeigt, nur wer schlau in der Uni rumsitzt, muss noch lange kein richtiger Basketballer sein. Ich hoffe, ihr operiert und behandelt besser, als ihr spielt, oder? Durchaus. Das ist schon so. Gerade hatten wir etwas Pech mit dem Schiedsrichter, der uns offensichtlich benachteiligt hat. Allerdings wollen wir nicht klagen. In der zweiten Halbzeit haben wir sicherlich etwas zu schlecht gespielt. Im nächsten Spiel wird es besser. Wir gehen aufs Neue raus und werden das Ding gewinnen. Und wenn es dann wieder nicht klappt, war es wieder der Schiri? Nein, also auf den Schiedsrichter, wie gesagt, wollen wir es nicht schieben. Er hat uns benachteiligt, aber dennoch, es lag an uns. Ja, die Ärzte, immer waren es die anderen. Apropos die anderen, respektive jetzt die erfolgreichen. Rewe muss da immer genannt werden, der Geheimfavorit und das jedes Jahr aufs Neue. Für den Titel gereicht hat es bislang zwar noch nie, und daher hat man sich heuer auch eine ganz ausgeklügelte Taktik zurechtgelegt. Man hat das Team nämlich verjüngt und verweiblicht. Nur der Chef, der darf als alter Mann nach wie vor mitspielen. Die Mission Turniersieg ist damit gestartet? Ja, ich denke, der Auftakt war nicht schlecht gewesen. Wir haben eine etwas neu formierte Mannschaft, drei Mädels dabei, echte Frauenbauer. Die machen das auch gut und ich denke, wir haben schon Chancen, noch mal zumindest in die Zwischenrunde zu kommen. Ja. Wie ist das eigentlich bei euch? Züchtet ihr die? Weil die Mädels, die sind ja richtig gut. Ja, die sind richtig gut. Die haben sich das bei uns abgeguckt und das ist die Nachfolge, ja. Also die Jungen schauen sich's von den Alten bei. Ja klar, genau. Ja. Naja, dann schauen wir mal, ob es die Alten heute trotzdem noch bringen. Ja, wir werden sehen. Alles klar, wir geben unser Bestes. Jo. Und das ist ja bekanntlich immer die Hauptsache. Und wo wir gerade schon bei den alten, aber dennoch sportlichen Männern waren, bleiben wir ansatzweise dabei, werden jetzt allerdings etwas unsportlicher.
Die Kollegen aus dem Stadtrat haben sich nämlich auch in diesem Jahr wieder getraut mitzuspielen und haben auch in diesem Jahr, wie eigentlich immer, wieder versagt. Der Grund dabei, der ist schnell gefunden. Wir haben nicht genügend trainiert. Also liegt eindeutig am mangelnden Training. Ja, dann ist die Frage, was macht ihr denn sonst die ganze Zeit? Wenn keine Sitzungen sind, dann da habt ihr auch Zeit eigentlich zum Trainieren. Wir sitzen zu viel. Ach so. Wir sitzen zu viel. Erste Erkenntnis, wir müssen die Sitzungsdauer verkürzen und mehr trainieren. Zweite Erkenntnis, wir müssen, wenn ich mich da so umschaue, auch das Alter, das Durchschnittsalter von irgendwas so Anfang, Mitte 50 mal runterziehen. Und da bringt dann auch der Stierringer nichts, weil der ist einfach zu schwer. Bringen wir es auf den Punkt. Entweder oder, wie ich ja heute hier feststellen konnte, sind ja auch Frauen zugelassen. Und die Frauenpunkte zählen sogar doppelt. Also wir müssen einfach uns mit Frauen verstärken. Dementsprechend, wer wird denn da jetzt so spontan in den Sinn kommen? Na gut, vielleicht die Frau Gottschall. Ja, ein Versuch wäre es wert, weil viel schlimmer kann es ja nicht mehr werden. Auf eine Person muss ich jetzt noch kurz ihr Augenmerk lenken. Grazilität hat nämlich einen Namen. Die Größe der Schuhe steht auch immer in direkter Relation zu den Fähigkeiten des Spielers. Dementsprechend müsstest du ja überragend sein. Also ohne Frage bin ich überragend. Einfach von der körperlichen Länge und Konstitution. Aber ich muss eingestehen, dass der Rest der städtischen Mannschaft sehr viel enger mit dem Basketball verbunden ist und offensichtlich auch mehr Erfahrung hat und insbesondere mehr Fähigkeiten als ich als ehemaliger Fußballtorwart. Aber das Gefühl kennst du ja. Aber wenn wir es auf den Punkt bringen, also das war ja gar nichts. Sind wir doch einfach mal ehrlich, das war nichts. Also als Stadt müssen wir natürlich etwas tun, damit die Menschen glücklich werden. Und das ist natürlich auch die Taktik. Deswegen, wir spielen hier aus Leidenschaft. Es macht viel Spaß und wir freuen uns immer, wenn wir spielen können. Das heißt nicht, dass wir auch gut spielen. Es macht Spaß. Und den hatte Herr Stieringer vor allem abseits des Parketts. Aber zurück auf eben dieses. Glenn Dimplex hat auch eine Mannschaft geschickt. Dummerweise leider nur Fußballer und dementsprechend mies war auch das Endergebnis. Aber auch als Wärmepumpenhersteller ist man natürlich um keine einzige Ausrede verlegen. Woran lag es denn am Ende? Der Ball, der Schiedsrichter, die Gegner oder einfach, dass ihr es nicht könnt? Also können tun wir es ja. Es war ja wirklich auf jeden Fall schon eine Steigerung als wie zum ersten Spiel. Wir haben 20 Punkte und ich sag mal so, das ist heute unser erstes Training, was wir zusammen machen. Ich bin eigentlich zufrieden. Wobei das geil ist, ihr nehmt das entscheidende Turnier der Saison als erste Trainingseinheit, ist auch nicht übel. Ja klar, warum nicht? Wir üben halt für die nächsten paar Jahre, ne? Ach so, also halt nur einmal im Jahr und das ist beim Turnier. Aber dann geht der Turniersieg im nächsten Jahr nicht mehr an euch vorbei. Nee, dann greifen wir richtig an. Kommen wir von denen, die es nicht können, zu denen, die es können. Oder aber zumindest können sollten, in der Pro-Gruppe nämlich. Sollten doch eigentlich nur die Mannschaften mitspielen, die auch wirklich Basketball spielen können. Dachte ich zumindest. Wurde allerdings von Adidas, ja richtig gehört, von Adidas wirklich eines Besseren belehrt. Sang und klanglos Tabellenletzter. Wenn das der Chef wüsste, dann wäre aber wohl der Teufel los. Aber die Mannschaft, sie ist selbstkritisch genug und weiß, was es für das nächste Jahr zu tun gibt. Besser vorbereiten, mehr Training. Dreimal die Woche mindestens, würde ich sagen. 2 Stunden. Fitness, Conditioning. Und dann klappt's, würde ich sagen. Dann geht der Turniersieg nächstes Jahr an euch nicht mehr vorbei. Würde ich sagen. Finale mindestens. Verschärft auf das weibliche Geschlecht könnte dann vielleicht auch Adidas im kommenden Jahr setzen. Das hat nämlich die VR-Bank bereits in diesem Jahr getan und ist damit richtig gut gefahren. Mädelspunkte, die zählen ja doppelt. Und daher ist es immer ratsam, mehrere schussstarke Frauen in den eigenen Reihen zu haben. Ohne Mädels wären wir ja nicht sehr viel. Nicht sehr viel. Die Regeln sind halt so und ich finde die Regeln ganz gut. Wenn man gute Mädels dabei hat, dann scoren die ganz gut. Und das Einstellungskriterium bei euch, ja, oder? Ja, genau, genau. Aussehen und Mädels. Dann geht jetzt der Turniersieg also praktisch nicht ohne euch aus. Also wir haben ein Spiel verloren jetzt in der Vorrunde gegen die Feedback-Leute. Und jetzt stehen wir im Halbfinale. Jetzt müssen wir mal gucken, wie es da weitergeht. Ja, aber Ziel ist natürlich ins Finale zu kommen und den 2. Platz vom letzten Jahr zu steigern. Zu guter Letzt wollen wir auch noch unsere Kneipenfreunde zu Wort kommen lassen. Die Brasserie im Übrigen das einzige Team im Turnier, das mit sage und schreibe 3 Trainern angetreten ist. Aber mein Gott, wenn's hilft. Und ja, es scheint geholfen zu haben, die Jungs. Sie haben nämlich wieder erwarten, aber Gott sei Dank wesentlich besser Basketball gespielt, als sie normalerweise Cocktails mixen.
Was möchtest du wissen? Ne, war ganz großer Sport, was Sie hier abgeliefert haben. Naja, wir in unseren begrenzten Möglichkeiten haben wir, glaube ich, das Beste gegeben. So ein bisschen, ja doch, so ein bisschen schwitzen ist noch so, gell? Ja, auf meinem Bauch erkennbar, ich bin nicht Freizeitsportler und das, Dankeschön. Aber es hat Spaß gemacht, jetzt sind wir im Halbfinale und wird schwer. Na, wie jetzt wird schwer? Na, jetzt ist alles andere sind Opfer jetzt noch, oder? Ja, danke. Alles in allem der Motornützel Company Cup, ein Erlebnis für jeder Mann und jeder Frau und damit bereits schon heute die Vorfreude auf das kommende Jahr, wenn es dann heißt Jump zum 6. Company Cup der Brose Baskets.